So. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag, meine lieben Zuschauer. Ich muss hier noch eine Kleinigkeit machen. Aber dann geht's gleich los und wir werden 103 Hearthstone Packs öffnen. Ich freue mich ja schon. Ich will vor allem schauen, was ich da jetzt alles rausziehe. Muss nur vorher erstmal den Streamtitel ändern, bevor es jetzt losgeht. So, das wäre dann auch erledigt. Wie ich sehe, läuft der Stream. So, das passt. So, dann legen wir mal los und schauen wir mal, was Ben Brode uns alles gibt hier. Erstes Pack. Das laggt. Ui, nette Animation. Zwei Rares schon mal. Okay. Die erste Legendary ist schon drin. Und wer ist es? Thrall Deathseer, der erste Held ist schon dabei. Zweites Pack. Aber gut, es war ja klar, dass in den ersten 10 garantiert eine Legendary drin ist. Aber mal schauen, ab jetzt ist jede Legendary Glückssache. Epics wären vielleicht auch mal nicht schlecht. Ein Mindbreaker. Immerhin schon mal etwas. Druidenkarten. Doch, Leo, das geht. Lass ich einfach ohne dich anfangen. Die erste Legendary war schon drin. Eine Epic. Und zwei Rares dazu, nett. Das ist. Nice, eine Blackguard. Die wollte ich sowieso haben. Und ein Righteous Protector. Sehr, sehr schön. Ein Bloodraiser. Auch schön. Ghastly Conjurer. Schon wieder Webweave. Valkyr Soulclaimer.
Karte finde ich nicht mal gut. Ein zweiter Bloodracer. Bone Drake, sehr schön, der ist gut. Ein Drakari Defender, der ist auch schön. Zweiter Epic. Wer ist es? Oh, eine zweite Blackguard. Super, brauche ich mir überhaupt keine von denen craften. Das dritte Webweave. Oh, das ist eine gute Agro-Karte. Immer noch keine wirklich guten Karten dabei gewesen hier. Zwei Rares. Oh ne, drei Rares sogar. Arrogant Crusader. Ticking Abomination. Oh, die erste goldene. Und dann ist es eine Hunter-Karte. Von einer von den zwei Klassen, die ich überhaupt nicht spiele. Oh, eine goldene Pala-Karte, das ist auch schön. Rare und eine Epic. Eine Rubian Unraveler. Ja, gut. Zwei Rares. Okay. Saronite Chain Gang. Aber der ist gut hier. Shadow Essence. Ich hätte gern mal ein bisschen mehr Legendaries. Aber sowas kriege ich heute anscheinend nicht. Bis jetzt habe ich nur die eine, die ich garantiert kriegen sollte. War zumindest schon mal eine Hero-Karte, aber nicht unbedingt die Hero-Karte, die ich wollte. Zwar eine starke Hero-Karte, aber trotzdem. Ich hätte gerne eine andere gehabt. Golden Common. Eine Golden Common. Ja. Alle Goldkarten des Jahres waren Commons. Zweimal in denen zusammen. Ja, Wahnsinn. Und Dead Man's Hand. Die Karte, von der Crip ja so begeistert ist. Zwei Rares. Eine goldene Rare. Roll the Bones. Ein Skelemancer, sehr schön. Den wollte ich haben. Wobei der jetzt nicht so schwer zum Craften gewesen wäre. Das ist ja nur eine Common. Unwilling Sacrifice. Der etwas schlechtere Deadly Shot. Schon der dritte von denen, ne? Und noch ein Roll the Bones. Und hallo Domi, schön, dass du auch da bist. So. Zwei Rares.
müsste doch mal wieder eine Legendary drin sein. Habe jetzt schon über 30 geöffnet und bisher nur die eine bekommen, die ich garantiert kriegen sollte. Mit den Epics sind sie dieses Mal auch ziemlich sparsam, habe ich das Gefühl. Da ist eine Legendary. Und eine Epic. Das ist ein gutes Pack. Death Axe Punisher. Okay, der ist jetzt nicht so gut. Und natürlich Prince Tal'Darrahm. Einer von den drei nutzlosen Prinzen. Na gut. Irgendwo sind sie vielleicht doch nochmal für was gut. Zumindest schon mal zwei Legendaries drin. Ja, der Innkeeper halt. Golden Common. Golden Common. Schon wieder ein Webweave, von denen habe ich mittlerweile auch schon mindestens 5, oder? Epic. Wow. Also, ich möchte mal zusammenfassen. 2 Rares und 2 Epics. Noch eine Deadman's Hand. Ein Doomerang. Und hallo Anuki. Schön, dass du auch da bist. Bisher erst 2 Legendaries rausgezogen, aber mal schauen, wir haben hier noch über die Hälfte vor uns. Schon wieder ein Webweave. Die Karte ist so schlecht. Unglaublich. Ich ziehe vor allem am meisten von der Klasse raus, die ich am allerwenigsten spiele. Und von dieser Klasse sogar noch ständig die schlechteste Karte, die in dem ganzen Pack rausgekommen ist. Das ist auch schon die dritte von denen, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Ja, das ist glaube ich auch schon der dritte Pinguin hier. Oh, da ist eine Epic. Gnome Feratu. Ich finde den Namen immer noch toll. Pack Nummer 50. Und Pack Nummer 50 ist eine Enttäuschung, weil es ist schon wieder ein Webweave drin. Ich muss am Schluss echt mal nachschauen, wie viele Webweaves ich jetzt eigentlich aus den ganzen Packs rausgezogen habe. Golden Rare Runeforge Hunter. Und ein weiterer Icebreaker. Ja, ich hoffe mal, dass das Beste zum Schluss kommt, weil der Anfang hat mich bis jetzt nicht sonderlich begeistert. Also 2 Rares, eine Epic. Und nochmal Gnome Feratu. Rare. Icewalker. Ein zweiter Skelemancer und sogar noch ein dritter. Gut, dann wird einer von denen schon mal zumindest entzaubert, wenn ich nicht sogar schon mehr habe, die ich irgendwo zwischendrin übersehen habe. Auf die Commons achte ich nicht so wirklich. Venom Strike Trap.
Frozen Clone. Schon wieder ein Keening Banshee. Paar Packs haben wir ja noch. Epic. Oh, nice, eine Obsidian Statue. Die ist richtig gut. Sehr viele Rares hier. Die dritte Legendary. Und was ist es? Woo! The Lich King! Nice! Den wollte ich eh haben. Eine goldene Shadowblade. Nice. Aber hey, ich hab den Lich King. Das ist schon mal super. Epic, rare. Okay, ja, den finde ich jetzt nicht so toll. Epic. Schon wieder ein Nerubian Unraveler. Muss nicht unbedingt gut sein, nur weil es King im Namen hat, aber das ist der Lich King, der ist gut. Vor allem für so einen Control-Deck-Junkie wie mich. Oh, ein goldener Skulking-Geist. Jetzt kann ich sogar die Jade Idols mit Gold zerstören. Jawoll. So. Zwei Rares. Schon wieder Druidenkarten. Eine Epic. Und schon wieder ein Webweave. Jetzt haben wir diesmal Glacial Mysteries. Sehr gut, die Karte ist leider Schrott. Und wieder ein Webweave. Das ist mittlerweile, glaube ich, 10. oder so. Ja, man kann auch zwei Legendaries in einem Pack haben. Tomb Lurker. Man.
Doomed Apprentice. Und was haben wir hier? Corpse Racer. Despicable Draglord. Nett. Nette Hexenmeisterkarte. Schon wieder der. Eternal Servitude, nett, und ein weiterer Skulking Geist. Na gut, von dem bräuchte ich eh nur einen. Ja, die Animation finde ich auch richtig schön. Ich glaube, wir spielen nachher noch ein paar Runden und ich will den Lich King auf jeden Fall mal ausprobieren. Der soll nämlich angeblich eine richtig geile Animation haben, wenn der aufs Feld kommt. Ich habe es mir noch nicht angesehen, weil ich es selber erleben wollte, wenn ich ihn das erste Mal spiele. Ich habe nur gehört, das hat eine verdammt coole Animation, wenn man den Lich King spielt. Den habe ich jetzt zweimal in Gold bekommen. Dabei spiele ich nicht mal Hunter. 17 Packs haben wir noch. Ein Happy Ghoul. Schon wieder eine Druidenkarte. Schon wieder der. Haben wir jetzt schon das dritte Mal. Schon wieder zwei von denen. Legendary. Und wer ist es? Deathstalker Rexer. Ja gut. Vielleicht kann ich ja doch einen Control Hunter mal einen Shot geben. Er hat zumindest schon mal zwei Helden rausgezogen. Wenn es auch nicht unbedingt die zwei sind, die ich spielen wollte, aber gut. Und ein Epic. Drakari Enchanter. Eher was fürs Wild, aber trotzdem nett. Und eine zweite Obsidian Statue. Nice. Das ist jetzt schon Karten, die ich eh schon alle zweimal habe. Epic. Wieder ein Doomerang. So. Zwei Packs noch. Grad die kriege ich in Gold, ernsthaft? Golden Epic.
Abominable Bowman. So, letztes Pack. Okay, leider keine Legendary mehr. Na gut, dann müssen wir uns den Rest halt craften. So. Bevor wir jetzt irgendwas machen, ich möchte mal sehen, wie viele Webweaves ich jetzt bekommen habe. 9 plus. Also ich habe über 9 Webweaves bekommen. Die schlechteste Karte von der Klasse, die ich nicht mal spiele. Hallo Tan. Das Pack-Opening hast du jetzt zwar schon verpasst, aber ich kann jetzt erstmal wieder den ganzen Mist hier entzaubern, der zu viel ist. Also eine Epic habe ich dreimal bekommen, 46 überzählige Rares und 270 Commons, 2370 Staub. So, damit können wir jetzt was craften. Ja gut, für dich Baum, ich zeig dir einfach mal, welche Legendaries ich bekommen habe. Viele waren es eh nicht. Gut. Nicht nur die 5er-Karten, also Thrall Deathseer habe ich bekommen, Deathstar Caraxa und die beiden hier. Gerade auf den hier, über den habe ich mich ja wirklich am meisten gefreut. So. Jetzt geht's ans Craften. Ja. So. Ich will, was ich auf jeden Fall haben will, ist den netten Kollegen hier. Also den spiele ich sowieso, also her damit. The Light's justice has failed. So, dann haben wir das hier schon mal. Okay. Die hier hätte ich ehrlich gesagt auch gerne. Also, ja damit. Do not fear power. Fear those who wield it. So. Und bei dem bin ich noch am überlegen, ob ich ihn mehr machen soll. Aber bevor wir das machen, erstmal schauen, braucht man noch irgendwas anderes, was Legendary ist. Also bei ihm bin ich auch am überlegen, ob ich ihn mehr machen soll. Ja, da gönne ich mir. Arthas war ich am überlegen, ob ich ihn mehr machen soll. Aber ich lasse es erstmal. So, was haben wir denn jetzt noch beim Paladin, was man unbedingt brauchen würde? Okay, von den Knight of the Frozen Throne Karten. Ja gut, Dark Convection haben wir einmal in Gold, das heißt, hey, ich kann ihn einmal im Normal entzaubern. Das könnte ich eh mal machen. Einfach mal alles, was ich Gold bekommen habe, die normalen überzähligen entzaubern. Es gibt noch ein bisschen Staub. Und so jetzt mal die ganzen Neuzeichen hier wegmachen. Eternal Servitude, das ist eine Karte, die habe ich nur einmal in Gold bekommen, aber nicht in Normal. Shadowblade, einmal Normal, einmal Gold, das passt sogar. Bisschen Staub kriegen wir ja da auch noch zusammen. Baum, ich hab Rexa. Habe ich bekommen. War die 4. Legendary, die ich rausgezogen habe.
Tuska-Fische, zumindest einmal Gold, da kann man einmal normal entzaubern. Den können wir auch einmal normal entzaubern. Ticking Abomination. Ganz ehrlich, die will ich nicht mal in Gold haben. Die Karte brauche ich nicht. So. Jetzt haben wir noch 3200. Das heißt, das würde reichen für wahlweise 2 Legendaries oder 8 Epics oder diverse Rares und Commons, die noch fehlen würden. Fleischwagen. Bei dem war ich am Überlegen, ob ich ihn mir machen soll. Aber gut. Dann schauen wir mal. Ich hätte gern ein neues Paladin-Deck. Und zwar Custom. So. Dann, wir brauchen erstmal ein paar gute Sachen zum Rauscurven. Und da hätte ich gern jetzt mal alle Standard-Cards. Die fehlen mir für einen ordentlichen Parler. Rares, Commons und Epics. Ich kann Legendary-Only-Deck mit Parler machen, wenn ich will. Also gut, wir brauchen den hier, weil das ist... Also, ich glaube, ich gehe mal so weit, um zu sagen, das ist Dr. One. Ich meine, wir haben Dr. 3, wir haben Dr. 6 und wir haben Dr. 7. Das hier ist Dr. One. Dann, ich bin am Überlegen, brauchen wir die hier? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Einen von denen will ich auf jeden Fall haben. Aldor ist super. Howling Commander ist ein schlechtes Tempo-Player, aber zieht eine Karte. Do you like to play with basic cards? I like it. Moment, wenn man dann schon Gold nehmen. Oh Moment, da haben wir ja direkt was vergessen. Einmal sollten wir die reintun. Blackguard. Also Spike Ridge ist ein Autopick. Ivory Knight, warum nicht? Du musst 5 Stunden auf den 12-Stunden-Flug warten. Ja, GG. Bist in 17 Stunden zu Hause. Ich bin am Überlegen, ob ich die zweimal reintun soll, weil ich frage mich, wie viel kann ich mich in dem Deck heilen? Also, ich habe Ivory Knights, ich habe Forbidden Healings. True Silver Champion heilt mich. Wenn ich ein bisschen mehr Lifesteal hätte, wäre es vielleicht ganz nett. Ich habe noch nicht allzu viele Lifesteal-Karten bis jetzt. Ragnaros ist immer gut. Tyrion, wenn ich mir den jetzt schon gecraftet habe, dann kommt er auch rein. So, die Curve ist allerdings jetzt schon ziemlich teuer. Und 5er-Karten hat der Paladin halt leider keine wirklich guten. Deswegen füllen wir hier ein bisschen auf. Was ich auf jeden Fall haben will. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Habe ich ihn jetzt übersehen? Da ist er. Der Skelemancer. Sieht jetzt zwar nicht wirklich gut aus auf den ersten Blick, aber das ist ein super Minion, um ihn mit Spike Ridge Steed zu buffen. Weil den kann man in Runde 5 hinlegen. Der Gegner macht den mit Absicht nicht weg, weil wenn er ihn wegmacht, dann ist er schon blöd.
Und dann bleibt er stehen. Du hast einen 2-2, den du in Runde 6 dann mit Spike Ridge Steed buffen kannst. Optimal. Und dann muss der Gegner ihn irgendwann wegmachen. Und wenn er dann stirbt, dann kommt ein 2-6 mit Spot und ein 8-8er. Sehr, sehr schöne Combo. So, jetzt ist die Frage, mach mal Tarim noch mit rein. Ich habe jetzt keine allzu. Ich habe jetzt nicht mehr allzu viele Dude-Spawner hier drin. Also Tarim war halt super in Kombination mit den ganzen Dude-Spawning-Stuff. An sich war er aber auch super, um mal das Board zu clearen. Apropos Board clear, da brauchen wir eh noch was, bevor ich das vergesse. Das darf auf keinen Fall fehlen, Equality. Und wenn wir da schon dabei sind, wir brauchen noch... Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? White Pyromancer zweimal. Ja, stimmt Baum, den 2-6 Stego, den gibt's gratis dazu. Das ist schon fast so ein tolles Angebot wie in Wood Super Duper Shop. So, wie sieht die Curve aus? Wir könnten noch etwas mehr auf 1 und 3 vertragen. Bei 1 fällt mir noch was sehr Gutes ein. Wo ist denn mein Lieblings-One-Drop? So, Curve, 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 die sieht jetzt schon ganz nett aus. Bisschen stark auf 6 und 7, aber wir spielen hier Late Game orientiert. Und ich könnte sie auf 6 noch ein gutes Stück stärker machen, wenn ich wollte. Ich meine, ich habe noch Potenzial für eine zweite Blackguard und einen zweiten Ivory Knight. Die Frage ist, ob es dann nicht zu viele 6-Drops sind. Das müsste man halt mal ausprobieren. Was haben wir denn bei den Dreierkarten noch? Haben wir da irgendwas, was man wirklich gut spielen könnte? Ah, Moment, bevor ich das vergesse. Eine Karte darf ja hier überhaupt nicht fehlen. Ich meine, wenn ich sie ja vorhin schon aus dem Pack gezogen habe, dürfen wir nicht vergessen. The Lich King. Den wollten wir auch unbedingt ausprobieren. So, recht viel mehr teure Karten will ich jetzt hier wirklich nicht mehr reintun. 4x6 und 4x7 muss reichen. Okay. Wir können ja danach das Deck sowieso nochmal umbauen, wenn es nicht so gut funktioniert. So, was brauchen wir jetzt noch? Das ist diese Sache, wenn man viel zu viel Karten hat, man weiß nicht mehr, was man da alles reinpacken soll. Bisschen Taunt vielleicht. Gut, Heilung habe ich theoretisch genug. Und Taunt habe ich durch Spike Ridge Steed alleine. Gut, wenn ich 2 Tar Creeper reinmache, dann habe ich wahrscheinlich genug... Oh! Oh, Moment, jetzt, bevor ich sie übersehe, die dürfen gar nicht fehlen. Und sowieso, da kann ich meinen Tarim rausziehen, wenn ich ihn wirklich mal brauche. Und einen zweiten Lich King. So, wir dürfen noch 2 Karten reintun. 2 Karten, wo braucht man es in der Curve? Ich könnte noch ein zweites Forbidden Healing reinmachen. Theoretisch. Ich könnte... Was haben wir bei den Viererkarten? Viererkarten mit Paladin haben wir ein paar recht gute. Ich würde den hier gern mal ausprobieren, wie gut der ist. Wenn er nichts ist, dann kann man noch wieder rauspacken. So, Viererkarten haben wir jetzt aber auch mehr als genug. Wenn überhaupt noch eine 1er oder 2er. Bei einer 2er wüsste ich schon, was wir nehmen. Ja, wenn man einen zweiten Hydrologist,
Mehr Card Generation. So. Moment, das Deck braucht noch einen Namen. Wir nennen es Well Met. So. Und das Deck testen wir jetzt. So. Nur mal ganz kurz den Deck-Tracker anmachen. Den seht ihr zwar nicht, aber ich sehe ihn. Das ist das Wichtige. Ich muss bloß warten, bis der startet. Ah, Moment, der ist schon an. Muss ihn bloß noch aktivieren hier. Okay. So. Dann probieren wir es doch mal aus. Oh, Moment, der hat das Deck noch nicht richtig reingemacht. Moment. Der Hearthstone Deck Tracker ist das. Das ist quasi so ein kleines Tool, das mir anzeigt, was in meinem Deck noch für Karten drin sind, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, dass ich bestimmte Karten ziehe. Und außerdem zeigt er mal an, was mein Gegner schon gespielt hat. Und wenn mein Gegner Geheimnisse gespielt hat, dann zeigt er mir auch an, welche schon getriggert hätten und welche es noch sein können. Es ist nichts, was man auch nicht auch mit Zettel und Papier und sowas, mit Stift und Zettel erledigen könnte. Also hat Blizzard nichts dagegen, wenn man sowas verwendet. Wir haben zumindest schon mal einen One-Drop, das ist gut. Wobei man bei 4 One-Drops das irgendwie nachvollziehen kann, dass man dann einen auf der Starthand hat. So. Dann probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Eureka, I've done it. Reporting for duty. Und ja, das ist sehr nützlich, so ein Deck-Tracker. Er spielt Handbuffs, okay. Ah, gar nicht mal so dämlich. Gut, dafür habe ich aber einen Aldor Peacekeeper. Oh, ich habe die Combo Wombo auf der Hand für Runde 10. Blackguard Forbidden Healing ins Face. Ist zwar jetzt nicht. Also sieht zwar jetzt nicht so schlau aus, aber wenn der nur einen Angriff hat, dann zieht der keine Karte damit. Und ein Handbuffer, den besiegt man, indem man ihn im Card Draw denied. So zieht er zwar noch eine Karte, aber ich krieg den Tar Creeper kaputt. Also, wir mögen es jetzt mal mit Feuer zu spielen. Wir legen ein Secret hin. Lassen einmal burnen. Die zwei da rein. Und dann noch ein Dude. Super Draw eigentlich. Die Combo Wombo behalte ich jetzt erstmal auf der Hand. Reporting for duty. For justice. The battle.
Okay. Follow the rule. For justice. The battle. Reporting for duty. Ich habe noch keine von meinen Late Game Karten gezogen. Also wenn du so weiterspielst, spiele ich das Fatigue Game mit ihm. Wie viel Handbuff spielt der? 4-8 Tark Reaper. Ach du heilige Scheiße. Der ist sogar richtig gefährlich. Der ist +3/+3 gebufft. Eigentlich will ich den jetzt gerade nicht spielen. Damit mache ich 4 Schaden auf irgendwas gerade. Der hat 4, 8. Der hat 10 Schaden auf dem Board. Das kriege ich eigentlich hin. Ich will jetzt gerade nichts da reinspielen. Deswegen ein Dude. Und hoffen, dass er noch mehr Zeug spielt. Weil wenn er mehr Zeug spielt, dann kann ich ihn Pyromancer Equality machen. Okay. 6 Karten übrig. Der hat leider noch sehr viele gut gebuffte Karten auf der Hand. Das ist das einzige Problem, was ich an der Sache gerade habe. So. Der hat zwar seine ganzen schlechten Draws jetzt eliminiert, aber gut. What? They fell off the truck. Okay. Einfach mal hoffen, dass wir den 6-6er damit treffen. Hätte ja sein können. Ich ziehe aber auch überhaupt nichts von meinem Late Game hier. Viel Handbuff kann man in einem Deck spielen, das ist ja... Das ist ja wow. Wie viel Plus hat der jetzt eigentlich bekommen? Der ist normalerweise 2-4. Die Consecration will ich mir eigentlich aufheben. Reporting for duty. Also normalerweise, wenn so ein Spiel läuft, ziehe ich immer irgendwie in den ersten 7 Runden alle Karten, die oberhalb von 5 sind. Trade dein Divine Shield da weg. Hast schon recht. Out of my jungle. Kommt leider ein bisschen spät das Ganze. Mit dem hier. Hält mich irgendwas davon gerade am Leben? Nicht so wirklich, ne?
Na gut, das probieren wir nochmal. Ich habe jetzt viel erwartet, aber nicht, dass ich gegen den Handbuffer-Dien kämpfe. Das Deck hat damals schon nicht wirklich funktioniert und der hat auch mit Ausnahme von Serenite Chain Gang keine von den neuen Karten gespielt. Außerdem hätte ich gern mal irgendwas von dem Teil da unten gezogen. Dann schauen wir mal. Ein Schamane. Ist zwar nett, dass ich ihn auf der Starthand habe, aber da brauche ich ihn leider nicht. Oh. Sehr viele One-Drops. Ach Gott, es ist ein 0815 Midrange-Schamane, wie man ihn im letzten Patch schon die ganze Zeit gesehen hat. Okay, bei dem Evolve hatte er kein Glück. Aber den mache ich ihm trotzdem weg. Malstromportal. Hallo, Wickerflame. Schön, dass du da bist. Bevor der Ding irgendwie noch hochkocht oder so. Quality. So, was könnte mich jetzt abfacken? Ein Lightning Storm. Oder ein Flame Tongue Totem. Das wären jetzt die zwei Sachen, die ich nicht sehen will. Oh, super Draw. Und get down. Na, dann können wir das zweite Mana-Teil auch wegmachen. Dann spielen wir Wicker Flame und einen Dude. Schön, dass du wieder da bist, Baum. Gerade ein bisschen am Deck testen hier. Wollte ich mir zwar eigentlich für was anderes aufheben, aber so kriege ich einen kostenlosen Trade. Damit er mal nicht einen Malstrom da reinspielt. Dass ich mir zumindest ein bisschen was damit weggetradet habe. Ja.
As expected. Weg damit. Aus meinen Augen. Wir lassen keine Totems auf dem Board. Zwei Flametongue-Totems. Na gut, wenn jetzt noch mehr Zeug reinspielt, ich habe Pyromancer Equality auf der Hand. Das soll er ruhig machen. Ja, geh ruhig, Face. Mehr kannst du ja eh nicht. Ja gut, der wäre jetzt eh gestorben. Hallo Tyrion. So, jetzt kommt entweder you win this one, friend, oder er hat noch irgendeinen Trick. Oder versucht's einfach mal weiter. Ach, natürlich. Ah ja. Natürlich hat er den ganzen Ebola-Mist hier noch. For justice. So, und wehe, du topdeckst jetzt Hex oder Devolve. Wir müssen jetzt sowieso sein ganzes Board in Tyrion reintraden, wenn er nichts hat. Danach kriege ich einen Ashbringer. Jade Lightning? Okay. Alles klar. Der will mir jetzt eindeutig nur noch ans Leder. Live Insekt! So, jetzt muss er erstmal den Ragnaros wegmachen. Weil wenn er nicht wegmacht, dann heile ich mich einfach weiter gegen. Du, damit beeindruckst du mich gerade nicht. Und da gibt er auf. Immer noch kaum was von den neuen Karten bekommen. Spikeridge Steed habe ich jetzt in zwei Spielen gar nicht gezogen, genauso wie den Lich King. Yutha hatte ich kurz auf der Starthand, aber den habe ich halt wieder weggepickt, weil ich kann keine neuen Mana-Karten auf der Starthand behalten. Uther versus Valera. Watch your back. I will fight with honor. So, True Silver behalten wir. Hydrologist auch. Ein Spike Ridged, okay. The pleasure is mine. Well met. Shades.
Okay, ein Talnas will ich ihm da jetzt wirklich nicht stehen lassen. Aber ein Skelemancer kann ich nächste Runde on Curve spielen und dann Spike Ridge mal drauf buffen. Dann kann ich die ganze Combo endlich mal nutzen. Und er hat kein Death Rattle gezogen. Willst du den wegmachen, lieber Schurke? Wenn du ihn nicht wegmachst, dann kriegt er nächste Runde ein schönes Mount. Okay. Naja, gut. Wir machen das trotzdem. Auch wenn er mir jetzt einfach töten kann, aber wenn er mir einfach tötet, dann kriege ich jetzt einen 2-6-Tond und einen 8-8. Der 2-6-Tond beschützt den 8-8 dann auch noch. Ui, der sieht ja nett aus. Oh, der ist 8 Mana. Den könnte man echt nett evolven. Ah. So was spielt er. Alles klar. For justice. Out of my jungle. Aber ich habe ihm den Removal weggenommen, der eigentlich für den hier reserviert war. Also passt das schon. Er musste sich jetzt einfach mal so um den 8-8er kümmern. Shadowblade. Viscerate. Put your face in the light. Die Waffe muss ich jetzt noch loswerden, damit, falls er ihn wegmacht, dass ich einen Aschenbringer so rankriege, ohne dass er mir die Waffe überschreibt. Das war jetzt nicht unbedingt der beste Play mit der Klinge. Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen cheaten. Nehmen wir Redemption hier. Ich gebe Tyrion mal das Gottesschild wieder, damit er keinen Schaden von dem Poisonous kriegt. So, die Board Control habe ich. Ich habe mehr Leben als er. Das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der nicht Hero-Karte spielt.
Okay. Should have paid. Ich glaube, wir legen einfach mal mehr Stuff aufs Board. Reporting for duty. Na dann, bring it on, Valyra. Sieht schon echt geil aus. Der hatte sie sogar in Gold. Oh, nett, sogar mit Todesritterstimme. Okay, jetzt kommen die Jades. Aber ich glaube, das war schon fast ein bisschen zu spät. Sechs, zwölf, 14, 15, 16, 17. Also ich bin noch weit weg vom Lethal. I wonder. Das da machen wir auf jeden Fall weg. Das da machen wir weg. Tyrion geht face. Ihr zwei auch. Das zweite Spike Ridge hebe ich mir eventuell noch für den zweiten Skelemancer auf. Ich glaube, dem sein Deck braucht noch ein bisschen Überarbeitung. Aber gut, wir sind ja hier sowieso in der Testphase und meins braucht möglicherweise auch noch einen Haufen Überarbeitung. Forbidden Healing. Also. For justice. Das ist schon mal sicher. Das da passiert auch. Dann das da passiert. Repent. Repent. Die übrigen Karten auf meiner Hand würde ich mir gerne aufheben. So, der zieht jetzt erstmal ein paar Karten. So. Oh, da kommt ihm der Lebensretter entgegen. Moment, ich habe 5, 6, 7, 9. Ist noch zu wenig für Lethal. Hochheilen würde er sich sowieso. Allerdings lasse ich ihm die Trades machen. Reporting for duty. Ja, Baum, das wäre lame.
Schön ist, dass er mich jetzt auch noch heilt. Ne so. Alles klar. Also, um mal zusammenzufassen. Die hier muss weg. Und das Ding müsste auch weg. Das heißt, wir machen das so. Spielen die Redemption. Lassen den Jade spawnen. Spielen dann die Equality. Das hält uns wieder voll. Das Problem ist, dass der jetzt schon wieder ganz schön viele Karten gezogen hat. Arthas. Kann ich nicht einmal meinen Uther ziehen? Also wirklich. Ich habe nur noch 12 Karten im Deck und das ist das dritte Spiel und ich ziehe den Idioten nicht. Why? Why you do this deck? Ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast, Baum, aber das, der 8-8 spawnt nur, wenn er in der gegnerischen Runde stirbt. Den will ich mir ehrlich gesagt für was Besseres als ein 2-2er aufheben, nämlich besser gesagt, um genau zu sein, für den nächsten Jade, den er holt. Der haut mir den sogar um. Okay. Will er unbedingt die Death Knight-Karte haben? Backstab. Backstab, Eviscerate Trade? Oder. Ah, ein Jade Shuriken. Okay. Und noch ein Jade Shuriken. Ja, gut, das war jetzt vom. Schattengedöns da. Follow the rule. Follow the rule. Reporting for duty. Die da will ich mir noch so lang wie möglich aufheben, die zweite Quality. Also, im Zweifelsfall spielen wir das Ganze jetzt ins Fatigue. Recht viel mehr Jades hat er nicht mehr. Er hat noch einen Jade-Swarmer. Blackguard. Bringt mir jetzt leider nicht sonderlich viel. Last warning. My torture continues. Reporting for duty. Last warning. Den mal weg.
almost out of cards. Also ich habe noch einen totalen Board clear. Und der hat höchstwahrscheinlich noch mindestens einen Jade Golem. Und zwar mit seinem Jade Swarmer. Und hey, you wanna buy a funnel cake? Jetzt, da ist der letzte Jade Swarmer. Wenn ich jetzt noch einen Zauber ziehe, eine Consecration wäre super. Was ich natürlich nicht tue, wäre ja zu schön gewesen. Side effects? No. Trust me. Was machen wir da? Das Kreisdiagramm über die Überblick über meine Gegner, das macht der Haster und Decktracker für mich automatisch. Ich bin bloß am Überlegen. Nee, der Lich King gibt Death Knight-Karten, keine Hero-Karten. Das habe ich mittlerweile herausgefunden. Also ich will, dass er die beiden Jade Swarmer noch irgendwo reintradet. No escape. Das sind nämlich die letzten zwei Jade Golems, die er hat, wenn ich mich nicht täusche. Es sei denn, er spielt Jade Spirits. Jade Spirits wäre das Einzige, was er da spielen könnte. Okay, den tradet er schon mal. Komm, trade den anderen Chainswarmer auch noch. Komm schon, trade ihn. Ja, sehr schön, danke. Hey, you wanna buy a funnel cake? Hey, you wanna buy a funnel cake? Okay. So. Oh, super Draw. Komm schon, gib mir was Gutes. Gib mir irgendwas Gutes. Ich bin Top Deck, also ist Lay on Hands was Gutes. Vor allem will ich endlich mal die letzten paar Karten da ziehen. Ich habe noch nie den Lich King gezogen. Obliterate! Vilefin Inquisitor. Okay. Der überschreibt seine Death Knight Hero Power. Okay, ich muss Karten ziehen. Da ist er ja. Reporting for duty. Was hatte ich im letzten, der, was auch immer du da reinschreiben wolltest, das wurde nicht angezeigt. So. The Light's justice has failed. Side effects? No. Fall by my hand. Grave Vengeance. Richtig nette Karte. Oh, ja, ich darf ihn noch spielen. Warriors of the Frozen Wastes.
Das ist ein geiler Effekt. Was Lifesteal noch gleich macht. Alles, was ich damit Schaden mache, heile ich mich. Death Coil. Okay, jetzt habe ich zumindest den Lich King mal in Action gesehen. Auch mal was. So, ich würde sagen, wir bauen noch ein weiteres Deck. Und zwar, ja gut, wir können den hier mal ein bisschen umbauen. Allerdings müssen wir da mal so ein paar grundlegende Sachen ändern. Das heißt, ich baue das Deck eigentlich gleich mal komplett um. Also wir bauen das Ganze zwar auf Elemental-Basis. Aber so ein paar Kleinigkeiten müssen da jetzt rein. Also wir brauchen Pyros. Schon mal gleich, um das mal klarzustellen. Shimmering Tempest ist super. Steam Searcher, Water Elemental, Chainer. Flame Geese hier, weiß ich nicht, ich krieg durch Steam Searcher welche. So. Ah ja, genau, eine Sache brauchen wir hier noch. Wird zwar jetzt teuer, aber... The icy winds of Northrend will consume your soul. Ja, man kann Medivh mit Lich King Chainer spielen. So, das hier brauchen wir auf jeden Fall. Okay. So. Jetzt haben wir mal die Klassen-Elementals drin. Wir brauchen noch ein paar allgemeine Elementals und ein paar Karten, die damit gut synergieren. So. Was nehmen wir da denn alles mit? Tar Creeper ist nie schlecht. Servant of Kalimus ist ein Must-Have. Er ist kein Elemental, aber kriegt durch die Elementals einen Battlecry. Der ist ein Must-Have. Bei Osruk weiß ich jetzt nicht. Igneous Elemental packen wir auch mal mit rein, dann haben wir die Trigger. Und mit dem haben wir zwei solide One-Drops. Okay. Dann... Wir brauchen ein paar Zauber. Frostblitz. Feuerball. Brauchen mehr Zauber. Babbling Book. Nehmen wir denn noch mit? Spielen wir Secrets in Synergy mit drin. Primordial Glyph ist zu gut, um sie nicht zu spielen. Eigentlich will ich in dem Deck keine Secrets drin haben, wenn ich ehrlich bin. Packen wir den mit rein. Das ist zwar nur ein Mirror Image Spell, aber gut, das ist, die Karte ist eher was für ein Quest Mage. Polymorph. Ja, bei dem ganzen Shit, der gerade wieder gespielt wird, warum nicht? Moment. Falsche Karte. Wenn wir schon Gold haben, dann nehmen wir es auch in Gold. Für 6 Mana. Wir könnten noch einen Meteor oder einen Blizzard reinpacken. Nehmen wir den Meteor oder nehmen wir den Blizzard? Ach komm, nehmen wir den Meteor, dann haben wir ein bisschen mehr davon. Wir haben zwar jetzt keine AE-Removal, aber... Also bis auf Meteor kann man keine AE-Removal, aber das wird schon irgendwie hinhauen.
Wir probieren das einfach mal aus. Wir können das Deck ja noch feintunen. Blizzard ist allgemein ein super Zauber. Egal, ob man Freeze Synergy drin hat oder nicht. Oh, Mage Mirror. Das ist ja eigentlich eine schöne Curve, die würde ich ja fast so behalten. Nehmen wir mal mit. Oh nee, es ist ein Quest Mage. Hello. Ah, hello there. Quest Mage kontert natürlich alle Control Decks. Vielleicht sollte ich Eater of Secrets mit reinpacken. Und so wie er schon wieder Karten zieht, sieht es danach aus, als würde er relativ bald seine Antonidas-Kombo durchziehen wollen. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwo milden. Let the pain speak to me. Ein weiterer Feuerball. So, wir brauchen den hier, weil wir die Elemental Synergy hier brauchen. Nicht, dass er mich jetzt noch mild. Ich kann den jetzt direkt nicht spielen, weil wenn ich ihn spiele, dann mill ich mich. Sei denn, ich kann ja das hier machen. Das hier. Pyro. Ich suche nach einer Gelegenheit, ihn zu millen, eventuell. Oh. Und sie kommt früher als erwartet. So, komm schon, Antonidas weg. Okay, nur ein Arcanologist. Da ist das erste Secret. Das ist ein Secret, das nicht in seinem Deck war. Das heißt, wir müssen eventuell um Mirror Entity und so ein Zeug rumspielen. Hier magst du eine Firefly haben. Frozen Clone. Oh, wir haben ihn nochmal gemillt. Super. So, was haben wir jetzt? Okay, es ist höchstwahrscheinlich ein Eisblock dann. Ich muss ein paar Handkarten loswerden. Tschüss, Blizzard. Frost Nova. Doomsayer. Primordial Glyph. Eventuell sollte ich einen Eisblock reinpacken, um den Questmage zu überleben. Ja, bis morgen, Baum. Ja, oder bis Discord. Oh, Frostlich Chainer. Haben wir die Karte schon gezogen? So, weil mir der Doomsayer hier nicht gefällt. Jetzt einfach mal hoffen. Wobei. Wir sollten um Spellbänder rumspielen. Okay, sein Secret ist auf jeden Fall ein Eisblock.
der zweite Blizzard. Gut, haben wir wenigstens wieder Platz auf dem Board. Okay, das Targeting finde ich jetzt minimal komisch, aber okay. Natürlich. Und das nächste Secret. Na dann. Do not fear power. Fear those who wield it. Job's done. Der Coverless Tome. Und schon wieder Arcane Missiles. Wie viele Secrets kriegt der random? Freezing Potion. Okay. Oh. Wir nehmen mal den Cabalist's Tome, da kriegen wir vielleicht noch einen Eisblock raus. Das Problem ist, dass der jetzt bald seine Combo hat. Bleibt auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit, ihn umzubringen. Er hat vielleicht noch eine Frostnova. Es sei denn, die ist in den letzten 6 Karten drin.
Schaut überhaupt gerade noch jemand zu? Der Twitch-Chat ist zumindest sehr still. Ja, da ist die Flossenlava. Komm schon, gib mir einen Eisblock. Ice Barrier ist leider kein Eisblock. Ach, Anuki, du bist noch da. Okay, immerhin etwas. Also, ich will den Ping. Ich probiere es einfach mal. Wenn er jetzt mit seiner Combo anfängt und ich ihm ein Apprentice polymorphe, dann habe ich's. Aber er darf keine Minions mehr davor spielen. Bisschen riskant die Sache, aber dieser Play verhindert zumindest, dass ich in dieser Runde sterbe. What to do? Das Secret, das da liegt, ist ein Eisblock. Und jetzt höchstwahrscheinlich noch eine Ice Barrier oder sowas. Oder ist es ein Wave? Okay. Okay, wir müssen den Block triggern. Das da bringt es mir nicht wirklich was, aber wir tun es trotzdem. Ach, ein Counterspell ist es. Okay. Ja, damit habe ich kein Problem. So, jetzt legt er sowieso erstmal seinen zweiten Eisblock hin. Es sei denn natürlich, er hat seine Combo und wenn er seine Combo hat, fängt er mit Sorcerer's Apprentice an. Und wenn er das tut, dann kriegt er sie nicht durch. Also was er spielen müsste, um zu gewinnen, wäre irgendein Minion, der kein Sorcerer's Apprentice ist. Ja, das hier. Und ein Eisblock danach. Als ob er den Potion of Polymorph gerochen hätte. So, aufgeben tue ich aber noch nicht. Kann ja immer noch sein, dass er keinen Antonidas hat. Und wenn er einen Antonidas hat, braucht er noch einen Spell, den er allerdings hat, wegen Babbling Book. Okay. Hat er keinen Antonidas? Anscheinend ja nicht. Er hat keinen Antonidas. Das bringt dir jetzt nur nicht viel. Das kann ich mich wieder hochheilen. Okay. Deswegen niemals aufgeben. Niemals. Man weiß nie, ob der Gegner, auch wenn er mit der Combo anfängt, ob er sie dann auch wirklich durchziehen kann. So, aber eine kleine Änderung müssen wir hier trotzdem machen. Nämlich um diesen One-Turn-Kills vom Mage vorzubeugen.
Ja, wir brauchen hier tatsächlich vorbeugende Maßnahmen. Ich glaube, auf einen Polymorph können wir verzichten. Musste kurz niesen, sorry. Und packen einen Eisblock hier rein. So, nur damit, einfach nur damit wir Questmage kontern. Weil Questmage ist ein Hardcounter gegen dieses Deck. So, probieren wir es nochmal. Ich würde das gern auch mal mit Syndragosa hinkriegen. Ich könnte natürlich auch den Lich King mit in das Deck mit reinpacken. Wäre auch noch so eine Sache. Schon wieder ein Mage als Gegner. Let the games begin. Will ich den behalten oder nicht? Nee. Ah, haben wir gleich die Hero-Karte. Bin am Überlegen, ob ich für das Deck einfach den Chainer-Skin dann benutze. Weil wenn man schon Frostlich Chainer spielt und... Ich kann ja mit die für alle anderen Decks noch benutzen. Okay, er spielt anscheinend keine Quest. Die bringt jetzt so gut wie gar nichts, weil ich nur ein einziges Secret im Deck habe und der bringt auch fast nichts, also nehmen wir Frozen Clone. Das machen wir einmal so. Oh, nachdem der ein Shimmering Tempest spielt, kann man davon ausgehen, dass wir ein Mirror Match haben. Also Elemental Mage versus Elemental Mage. Könnte witzig werden. Er hat den Frile-Kartenrücken. Noch ein Shimmering Tempest. Sehr gut. Jetzt nutzen wir hier den da mal aus. Das ist ein volles Match um die Board Control. Und ja, es gibt genug Gegner. Gerade jetzt laufen genug Gegner rum. Weil jetzt ist alles in der in der Experimentierphase. So. Jupp, wegen den neuen Karten, jetzt ist noch, aktuell existiert keine Meta, deswegen spielt jeder mal das, was er will und probiert aus, probiert rum und schaut, was funktioniert. Mach ich ja auch gerade. Wow, vier Wasserelementare auf einer Hand. Ich mag keine Wasserelementare. Zumindest nicht beim Gegner. Der Steam Searcher hier, der drückt ganz schön gut Schaden. Okay. Jetzt macht er endlich für 4 Mana weg. Ja, da schauen wir mal, was da rauskommt. Das können wir hier in dem Matchup gut gebrauchen. Na, jetzt kommt er mit seinen Feuerbällen.
Ich würde gerne checken, was das für ein Secret ist. Okay. Wollte nur nachschauen, ob es eine Mirror Entity oder ein Counterspell oder sowas ist. Ich spiele ungern was elementar eine Mirror Entity. Ja, in diesem Fall finde ich es gerade echt schön, wobei wir kriegen die eigentlich auch so weg. Flames consume you. Nice, Barriers ist okay. The Frozen Champion. Ich könnte seine Frozen Champions pingen. Um Wasserelementare zu beschwören, dann. Ich gebe ihm zwar damit seine Legendaries. Oh, okay, das sind auch gute Ping-Targets, wenn ich die vorher mit dem anschwächen kann. Aber gut. Schauen wir erstmal. Also, ich glaube, ich spiele. Das wird jetzt ein Frostlich Chainer-Turn. Ich wollte sie nur letzte Runde nicht spielen, weil ich Syndragosa wegmachen wollte. Mana Würm und ein Frostbolt. Hallo Pyros. Do not fear power. Fear those who wield it. You're shivering. Are you afraid? No, your emotes. My magic will tear you apart. Well played. What to do? What the to icy do? Wind of Northland. Okay. Der hat Syndragosa aus dem Frozen Champion rausbekommen. Wow. Nenne ich mal Value. You wanna cast a spell? I wanna cast a spell. Den will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. So many water elementals. Windstrike. Und Steam Searcher nett. Hier komm, ich helfe dir ein bisschen bei deinen Frozen Champions beim Pingen. Uns den Burst ein bisschen auf. What to do? What to do? Thank you.
Diese Hero Power ist einfach bloß verdammt stark. Flames consume you. Er hat kein Elemental die letzte Runde gespielt, okay. Okay, es war ein Eisblock. Hier, ich gebe dir nochmal ein Legendary. So, mal schauen, was er dagegen jetzt noch macht. Er hätte vielleicht den Eisblock noch hinlegen sollen. I concede to your power. Okay, die Emotes da gefallen mir. Okay, also erster Eindruck von dem Deck, es funktioniert. Da gibt's nicht recht viel mehr dazu zu sagen. Es funktioniert. So, was können wir denn jetzt eigentlich noch bauen? Wir können noch einen Pokémon-Trainer-Schamanen machen. So, das heißt, was brauchen wir dafür alles? Evolve brauchen wir dafür. Nehmen wir Devolve. Einmal sollten wir es auf jeden Fall mitnehmen. Mastering Portal ist nie schlecht, spawnt was. Hex. Ganz, ganz wichtig. Dann. Mana-Tide-Totem sollten wir auf jeden Fall eins haben. Spirit Echo bin ich noch nicht sicher. Dann Master of Evolution ist ja quasi ein Must-Have in dem Deck. Bloodlust bin ich noch nicht sicher. Den brauchen wir. From Below ist eine Superkarte in so einem Deck. Stone Sentinel, ja gut, da bräuchte ich Elemental Synergy dafür. Fire Elemental nehmen wir auch mal mit, der lässt sich auch gut evolven. Weil da kriegt man meistens was Besseres. Also ich kenne keinen 7-Drop, der schwächer ist als 6-5. Oder? Ja. Okay, wobei doch, einen, es gibt ein paar. Jade Chieftain, Stone Sentinel, Bone Mare, Grotesque Dragonhall hat zumindest Wind Fury. Ja, aber ich glaube, es gibt. Ja, Curator hat zumindest Taunt. Ja, Volcano wäre auch nicht unbedingt so gut. Aber gut, die meisten 7 Drops sind besser als ein Fire Elemental. So, wir brauchen. Summon als Keyword hier mal. Wir brauchen Sachen, die Sachen beschwören. Und zwar möglichst nicht mit einem Death Rattle, sondern mit einem Battle Cry. Barnes. Barnes ist eine super Idee. Hallo Diapass. Ob man das mit Shades spielen kann.
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Der hier wäre super mit Evolve. Probier mal aus. Wir eliminieren einen schlechten Deathrattle. Doppelgangster ist quasi Pflicht in dem Ding. Moment mal, wo ist eigentlich die Serenite Chain Gang? Die brauchen wir auch. Big Time Racketeer ist super, wenn man ihn evolven kann. Mode Lurker ist prinzipiell ein Removal, wenn man den evolved. Nehmen wir mal mit. Irgendwelche tollen Deathrattle-Effekte bringen mir nichts, weil ich die weg-evolve. Also lassen wir da mal die Finger von. So, jetzt brauchen wir noch ein paar allgemein gute Karten. Wie schaut denn die Curve aus? Die ist ziemlich auf Late-Game aktuell. Gerade bei der 6 Mana haben wir sehr viel. Das liegt daran, dass die besten Evolve-Karten für 6 Mana sind. Okay. Flame Tank Totem ist einfach ein mega gutes Early Game. Wir könnten eine Firefly brauchen. Overload Karten wären weniger gut. Na gut, bei den Six Drops muss man mal dazu sein, dass die zwei eigentlich nicht für 6 sind. Eine Karte darf ich noch reinmachen. Ja, und ein netter 2-Drop wäre nicht schlecht. Ich weiß, was fehlt. Moment, das habe ich drin, okay. Daran habe ich schon gedacht, Hex reinzumachen. Dann nehmen wir noch ein Board Clear mit. Das Murloc Totem wäre eine Idee, aber ich mag das Ding nicht so. Ich finde Flame Tank Totem da besser. Wir probieren das Deck jetzt einmal mal aus. Und schauen, was es so bringt. Das wäre jetzt eher so mal Richtung Midrange Control. Bomb Squad wäre theoretisch auch nicht schlecht in dem Deck. Ein Warlocks. So ein ungewohnter Anblick. Bin mal gespannt, ob der mit seinem Hero spielt. Sehr schön, ich hab ihn. Healing Totem. Optimal. Defile. Spell Damage Totem, ja gut, ich hab nur 3 Spells drin, die davon profitieren. Why do you call? How long can this go on? How long can this go on?
So, wenn jetzt das Zeug einigermaßen stehen bleibt, dann... okay. So viel zum Thema, da bleibt was stehen. Ja gut, ohne Board will ich das jetzt auch nicht machen. Die Pfeil ist echt eine starke Karte. Unleash me. Sollen wir es mal riskieren? Wir riskieren es einfach mal. Wollen wir mal hoffen, dass er den nicht kaputt kriegt, weil wenn er das nicht schafft, dann kann ich die nächste Runde evolven und dann ist er weg. Okay, er kriegt ihn kaputt. Wäre ja zu schön gewesen. Der lässt mir aber echt keine runden Board da. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier gegen Board Clear Lock. Ein Happy Ghoul. Typ spielt irgendwie fast nur Removal-Karten. Mich wundert's, dass der überhaupt Minions in seinem Deck zieht. So viel Removal wie der hat. Okay. Nicht unbedingt das, was ich wollte. Vor allem, ich hätte gern etwas gehabt, was mehr als zwei Leben hat, aber gut. Das ist halt dieser YOLO-Faktor vom Evolve-Schamanen. So many possibilities. Da ist der Six-Drop weg. Einfach weil er nur zwei Leben hat. Wie viele Removal hat der noch? Irgendwann reicht's. Das ist ein guter 7-Drop. Siphon Soul, was auch sonst. Der Typ spielt wahrscheinlich jeden einzelnen Removal, den ein Warlock spielen kann. Und mich wundert's, dass der da noch seine Minions zieht. Und wie viele Minions hat er bis jetzt gespielt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ja gut, ich kann jetzt hier leider nicht wirklich viel machen. Ich muss Board clearen. Okay, jetzt wird's random. Jetzt wird's random.
Na klar. Was denn auch sonst? Irgendwo war mir das jetzt klar. So, jetzt hätte ich mit diesem Deck jetzt gerne mal ein Matchup, das nicht 20%, das nicht einfach 200% Board Clears, Handlock, was weiß ich was ist. Ich glaube, es war ein Demon Lock mit einfach nur extrem viel zu viel Board Clear. Na, dann noch alle gezogen. Den Deathseer behalten wir direkt auf der Starthand. Beim Rest weiß ich noch nicht. Den Deathseer will ich so früh wie möglich spielen. Na gut, da haben wir zumindest ein paar Anti-Su-Karten. Ach komm, immer diese Gegner, die eine halbe Ewigkeit brauchen, bis sie ihren Mulligan entschieden haben. Hat alles weggemacht, okay. Schon mal gut. Das heißt, er hat unter Umständen nicht die Hand, die er haben will. Komm, du hast ein Mana. Du hast keine Münze. Schau einfach, ob du eine Karte hast, die ein Mana hat oder nicht. Ach Gott, das ist ein Retard. Eins. Heinz war jetzt einer der besten One-Drops, die jetzt hier hätten kommen können. Ob man es glaubt oder nicht. Muss ich das jetzt wirklich machen? Das sieht so aus. Ich will keinen Mana-Tide stehen lassen, nicht bei einem Agro-Schamanen.
Der Typ braucht mir ein Stück zu lang. Und wir warten, 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 und wir warten. Wenn ich so auf die Timer schaue, wie lange wir beide für unsere jeweiligen Züge gebraucht haben, ich stehe gerade bei 27 Sekunden, er bei 3 Minuten und 9. Man merkt den Unterschied, oder? Devolve. Ja gut. I fight. Wenn wir was mitmachen, machen wir das hier weg. Und jetzt evolven wir sie wieder. Allerdings um 2. Hui, der ist nicht schlecht. Daraus können wir 2 kleine machen, die wir wiederum weiter evolven können. Vor allem, weil ich 2-mal evolve auf der Hand habe. Jade Lightning. Optimal, ein Talort. Das sind schöne Evolve-Ergebnisse. Der hier hätte ein bisschen besser sein können, aber... Wir machen jetzt erstmal das hier. Dann das hier. Angriff. Angriff. Und evolve. Und wir kriegen Syndragosa. Ein Arthas wäre mir zwar lieber gewesen, aber... Man nimmt, was man kriegt. Primal Fin Totem. Oh, da hat er einen guten 3-Drop bekommen. Tonight, a tale of terrible triumph. Und dann gibt er auf. Fire Elemental. Na gut, hätte ich zu einem 7-Drop evolven können. Also Fazit, das Deck funktioniert auch. Was ich jetzt noch machen muss, was ich vorhin komplett vergessen habe. Also hier machen wir erstmal wieder Chainer als Helden rein. Dann, was ich außerdem noch reinmachen wollte... Ich wollte hier noch einen Lich King reintun in das Deck. Die Frage ist, was tun wir raus dafür? Hm.
gut, bauen wir den Meteor raus. Schmeißen wir den Lich King noch mit rein. Haben wir zwar jetzt überhaupt keine 6-Kost-Karten mehr, aber die brauchen wir ja auch nicht so dringend. Wer bestenfalls nutzen, gibt es eigentlich 6-Kost-Elementals. Ja, Frost Elemental gibt's und Frozen Crusher. Wir könnten Skulking Geist als 6-Drop da drin spielen. Einfach um Jade Druid abzufacken. Ja, weißt du was, wir schmeißen den Polymorph raus und tun dafür noch einen Skulking Geist rein. Die Viererkurve ist sowieso relativ hoch, also passt das. Dann haben wir hier einen netten Konter gegen Jade Druid. Sollten wir mit dem Deck mal gegen einen kämpfen, weil Jade Druid wäre auch so ein Konter dagegen. Aber gut. Ich würde sagen, für den Stream heute war es das erstmal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und mal schauen, vielleicht irgendwann anders mal wieder. Bis zum nächsten Mal.